So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Vor einiger Zeit hat Flatty nämlich eine Dose Lapskaus getestet, probiert, wie auch immer. Er wollte sich eine Challenge da machen. Eine Flatty-Challenge. Ob er es schafft, eine Dose Lapskaus kalt zu verspeisen. Mann, Adi! Ich weiß überhaupt gar nicht, was Lapskaus ist. Das mussten wir dann googeln. Aber jetzt habe ich mir Lapskaus bestellt. Das kam jetzt auch an in diesem Paket. Das steht jetzt schon eine Weile hier rum. Denn aufmerksame Zuschauer wissen, ich habe dann Coronis bekommen. Ja, war dann in Quarantäne, hatte keinen Geschmack. Da hat sich das nicht angeboten, das Lapskaus zu essen, das Lapskaus zu probieren, wenn du eh keinen Geschmack hast. Wir machen das jetzt mal auf. Da ist der Lieferschein mit drin, da ist Papier mit drin, das finde ich auf jeden Fall richtig genial. Und da ist eine Dose Lapskaus mit drin, way! Die hier irgendwie, das ist die Dose Lapskaus für ca. 5 Euro plus 5 Euro Versand, also 10 Euro. Flatty hat's gut, bei dem gibt's das ganz normal im Edeka zum Beispiel. Ich habe bei uns den Edeka angerufen. Die haben das nicht, die kennen das nicht. Das ist alles, was es im Norden gibt. Ich wohne leider nicht im Norden, ich wohne im Prinzip in der Mitte. Deswegen gibt es bei uns kein Lapskaus. Diese Dose ist von 3 Sternen. Hausmacher-Spezialitäten, Lapskaus mit Rindfleisch und Roderbeete nach traditioneller Seemannsart. Ich sehe ja auch irgendwie einen Rollmops drauf. Ist da jetzt Fisch mit drin? Lapskaus mit gepökelten Rindfleisch und roter Beete, Kartoffeln, Rindfleisch, Zucker, ne warte mal, rote Beete, Gurken, Zwiebeln, Rapsöl, Sellerie, Senf, Weizenmehl, Stärke, ach keine Ahnung, kann Spuren von Milch, Ei und Soja enthalten. Hier aber die Rechnung nochmal, da müsste das auch draufstehen, der gute Lapskaus, wunderbar, eine Dose. Steht aber nicht drauf, wie viel. Eine Ringpull-Dose. Das ist schon mal gut. Ich dachte, wir müssen den Dosenöffner nehmen und der kommt zum Einsatz. Hier ist aber dieser Ring dran. Das heißt, wir machen die mal auf. Guckt es euch nochmal an. Die Flatty Challenge. Eine Dose Lapskaus. 800 Gramm. Mal gucken, ob wir es schaffen, die zu essen. Vielleicht kann ich euch auch Flattys Video nebenbei einblenden. Riecht auf jeden Fall wie ein Kartoffelauflauf. Sieht an sich eigentlich auch gut aus. Ich werde das jetzt hier trotzdem mal abmachen, dass ich mir da nicht hier den Kopf abschneide aus Versehen. Da ist auch Flüssigkeit drin. Wenn ihr das warm macht, schmeckt das bestimmt besser. Wir machen das jetzt ein bisschen rum. Sehr breiig auf jeden Fall. Wie Kartoffelbrei mit Fleischstückchen. Wir gucken mal, ob wir es schaffen, die ganz zu essen. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Geht an sich, glaube ich, nicht nach Zeit, aber halt nach der Menge, so. Und es geht los. Ey, das schmeckt richtig genial. Ja, es schmeckt sehr lecker. Schmeckt wie wenn ihr dir irgendwie eine Linsensuppe aus der Dose fischt. Erstmal was trinken. Eine Kartoffelsuppe hinterher kippst und dir Wiener Würstchen reinschneidest. Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Und das ist auf jeden Fall was ich öfters essen würde. Also ich finde Lapskaus sehr lecker. Wenn ich nicht jedes Mal bestellen müsste bei Amazon für 10 Euro die Dose. Also alle Fuhre ist weg. Aber das stopft ganz schön. Kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig mega stopft. Vor allem hättest du da schön gemütlich 2 Essen draus machen können. Eine halbe Dose jetzt, zum Mittag eine halbe Dose zum Abendbrot.
Je weiter unten ich ankomme, desto saurer wird es. Oha. Also das Zeug stopft ganz schön. Das kann ich echt nur wiederholen. Guck dir das an. Ist das nicht herrlich, ja? Gibt ja viele, die machen sich an so eine Linsensuppe immer noch ein bisschen Maggi dran. Das wäre bestimmt ja auch richtig genial. Also wenn ihr diese Challenge nachmachen wollt, dann habt immer was zu trinken neben euch. Denn das werdet ihr brauchen. Einfach nur so ein ganz kleiner Spritzer. Obwohl das eigentlich schon richtig gut gewürzt ist. Ich glaube, das Rindfleisch ist wirklich 1A. Ich bin nicht so Rindfleisch-Fan, aber das fällt gar nicht auf. Das ist so klein. Beziehungsweise hätten wir auch so einen Spritzer von dieser Chili-Soße, diese Flying Goose Chili-Soße dran machen können. Wir müssen noch ein bisschen Schärfe bekommen. Es muss ja nicht mal scharf sein, es ist so schon wirklich richtig gut gewürzt. Wir nähern uns langsam dem Boden. Oha, ich schmecke schon. Das heißt, wir stehen jetzt auch nicht nochmal auf und holen irgendwie Soße oder so. Muss original die Dose so wie die ist essen. Sonst heißt es wieder, das ist ja viel leichter dann, wenn man sich da irgendwie noch was anderes dran macht. Original Lapskaus von 3 Sternen. Ich glaube, ich bin dann 3 Tage satt. Ich schaff nicht mehr. Also das Zeug stopft ganz schön. Wichtig ist natürlich, dass das alles nicht geschnitten ist. Kein Cut da drin. So. Sonst könnte man ja schummeln. Ich kann euch einmal zeigen, wie weit ich es geschafft habe. Also so viel habe ich gefuttert. Könnt ihr das irgendwie erkennen? Ich muss echt sagen, das Zeug ist lecker, aber das stopft extrem. Ich glaube, das wäre auch was für Natururin. Natururin mag ja nicht mehr so brutale Sachen machen. Das ist an sich eigentlich harmlos. Und es schmeckt einfach gut. Nur wer nicht so einen Saumagen hat wie Ramses, der wird vielleicht. Für den wird eine Dose vielleicht zu viel sein. So. Die Dose ist leer. Das Lapskaus ist leer. Unser Lapskaus mit Rindfleisch und roter Beete ist tafelfertig, muss nur noch langsam erhitzt werden. Dazu passen Spiegelei und Rollmops. Zubereitung, Herd. Doseninhalt in einen Topf geben, bei regelmäßigem Umrühren langsam erhitzen oder Mikrowelle. Doseninhalt in ein mikrowellengeeignetes Gefäß geben, abdecken, bei 600 Watt 5 Minuten erhitzen. Zwischendurch einmal umrühren. Das heißt, jetzt habe ich den Rollmops letztens schon gegessen, sonst hätte ich dazu den Rollmops essen können. Das wäre doch richtig toll. Ist aber jetzt alles hier verspeist. Hat wirklich gut geschmeckt. Danke für den Tipp, Flatti. Ich hätte nie Lapskaus oder so in meinem Leben probiert, weil es das hier nicht gibt. Ich musste mir das bestellen, aber ich hätte nie danach gesucht, wenn ich gar nicht weiß, dass das existiert. Das war die Flatti Challenge. Eine Dose Lapskaus kalt essen, kalt verspeisen.
Wenn ihr Lapskaus kennt oder wenn ihr schon mal Lapskaus gegessen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn der Turin sagt, das findet er interessant, das möchte er auch mal probieren, aber wahrscheinlich kennt er das, der kommt ja auch von da oben. Vielleicht kann er das auch mal machen, die Flatty Challenge. Ich nominiere keinen, ich fordere keinen heraus zu diesen lebensgefährlichen Challenges, aber wer Bock hat, oder Kiesto vielleicht, wenn der an sowas rankommt, Kiesto und eine Dose Lapskaus, wenn du möchtest, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses.